In der Heinenstraße ist Marina mal wieder allein zu Hause. Und das ausgerechnet bei ihrer eigenen Geburtstagsfeier. Ich habe letzte Woche Samstag Geburtstag gehabt. Aber da saß ich 9 Stunden im Bus. Da war ich erst um 22 Uhr zu Hause. Und da hatte ich keinen Bock mehr, noch Besuch zu empfangen nach 9 Stunden Busfahrt. Also habe ich gesagt, dann wird das nächste Woche erst. Oh, ich habe noch nicht mal einen Pinsel. Ich muss jetzt noch ein bisschen abkühlen, dann stelle ich das mal am Fenster. So. Bei einem Monatsbudget von knapp 70 Euro sind auch am Geburtstag keine großen Sprünge möglich. Marina versucht, das Beste daraus zu machen. Normalerweise feiere ich nicht gerne Geburtstag. Was ist das denn? Ich habe von vornherein gesagt, ich mache nur Kaffee. Nein, normalerweise habe ich immer so einen riesen Pott mit Gulaschsuppe gemacht. Das ist dann einfach zu teuer. Marina hofft heute so sehr auf den Besuch ihrer Tochter Nina, mit der sie im Streit liegt. Doch die zieht es vor, den Tag mit ihrem Freund Herbert und Nachbarin Bärbel im Garten zu verbringen. Ihre Mutter, ich habe so nichts Persönliches. Ja, doch, persönlich habe ich was gegen sie. Weil das einfach eine verlogene kleine Drecksau ist. Die baut sich Lügenkonstrukte auf, das ist ein Wahnsinn. Guck mal, die Jill, die ist auf Straße. Hut ab vom Herbert. Der ist für die Kinder ist der einmalig, ne? Der Herbert, echt, das ist ein feiner Kerl. Was der für die Kinder macht und für die Nina. Die war früher schon vor zig Jahren mal mit einem Kollegen von mir zusammen. Da habe ich die schon immer zur Sau gemacht, weil die hat sich immer über den beschwert, weil der immer so viel Schnaps sauft alles. Und ist immer hingegangen bei Kaufland in Homberg, hat eine Flasche Maria gekauft, der kommt von der Arbeit, gibt in die Pulle Marina, gibt in die Pulle Maria und sagt dann noch, ja, mich kotzt das an, dass du immer so viel Schnaps sauft. Sie ist aber hingegangen und hat den das jedes Mal gekauft. Und da habe ich sie damals schon immer untergebuttert, immer zur Sau gemacht, alles drum und dran. Aber die erzählt dann bei vielen hier in der Siedlung rum, dass ja, wenn ich wollte, könnte ich Nina und Herbert auseinanderbringen. Weil ich bin ja noch auf Drogen und ich treffe mich andauernd mit anderen Weibern. Was aber zeitlich alles drum und dran gar nicht hinhaut. Der hat sich auch so verändert. Der trinkt zwar auch mal ein Bier oder so, ne? Aber gegen früher, da hat der richtig harte Sachen getrunken. Nein. Also Hut ab. Nein, also ich muss sagen, einen lieberen Vater wie ihn kann die Nina nicht mehr kriegen. Marina ist ein verlogenes Mist. Vor allem die erzählt mir auch. Die erzählt jeden nur Lügen. Andauernd, wenn man mit ihr in Kontakt ist, weiß man sofort, alles, was sie sagt, ist gelogen und erstunken. Die versucht einfach immer nur gut dazustehen. Ich habe ihr Hilfe angeboten. Nee, da bin ich ganz ehrlich. Was will ich mit so einem Menschen? Auf den Besuch ihrer Tochter Nina und Freund Herbert wartet Marina heute vergebens. Sie werden nicht kommen. Wichtiger als der Geburtstag ihrer Mutter sind Nina ihre eigenen Bedürfnisse. Kaffee, Rot, können Sie haben. Zigaretten? Ja, ja. Also Rotpäckchen, Tabak. Tabak nicht, Tabak habe ich Fairplay, nur Blau. Ja, dann nehme ich Blau. Mit Rot wusste ich gar nicht. Ja. 10, 20. Ja. Ich hab keinen Bock mehr. Löst mich überhaupt irgendjemand hier ab? Irgendwie habe ich so ein komisches Gefühl gerade. Hatte der Julian heute einen Zahnarzttermin? Kommt der doch nicht mehr arbeiten. Alter, Zahn raus. Muss ich hier bis 8 Uhr arbeiten oder was? Mir wird gerade ganz heiß. Bis 8:40 Uhr. Vielleicht wirst du dann abgelöst zur Frühschicht. Wäre schrecklich. Dann mache ich die Hütte sofort zu. Also, hätte ich auch mit der Zange machen können und meinen Zahn ziehen. Das ist kein Problem. Soll ich den verehrten Bruder vielleicht mal anrufen? Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht geht er dran. Guck mal auf die Uhr. 10 Minuten zu spät, der Chef. Ne? Wer zahlt das? Ja, da kommt er schon an. Ah, da kommt er schon angeflogen. Mann, doch.
Es hat eben viele Vorteile, sein eigener Chef zu sein. Boah, ich gehe zur Trinkhalle. Schicht. Schichten. Hast du Lust? Immer. Volle Kanne. Hallo. Hi. Ich würde auf die Erlaubnis reden. Zwei Bier habe ich jetzt. Damit? Zwei Bier jetzt. Ne? Ich sehe zwar nichts, aber ich glaube dir das einfach mal. Ja, die muss ich ja sagen. Die ist doch noch vorne. Ist sie noch da? Ah, okay. Geh doch mal dahin. Zwei Bier habe ich jetzt. Das war ich jedenfalls. Geben Ihre Kommentare dazu. Ach, nein. Ach, nee. So schwer. Ach. So. Zum Wohl. Nach 10 Stunden Malochen, Feierabend für Klaus. Mit dem obligatorischen Bierchen. Oder auch 2 oder 3. Herbert war 3 Monate arbeitslos. Doch vor wenigen Tagen hat sich das Blatt gewendet. Dank seines Gabelstaplerführerscheins hat er eine Stelle als Lagerarbeiter gefunden. Ja, so weit ganz gut. Also, Arbeit ist zwar ein bisschen stressig, da den Warenausgang machen. Da muss man viel machen mit Computer. Und anderes System, als wie ich gewöhnt bin, weil SAP kenne ich. Und da hat man ein Siemens-System, was da jetzt drin ist. Ein bisschen komplizierter, weil umständlich gemacht das System, was die haben. Aber ansonsten geht es ganz gut eigentlich vorwärts. Das sind auch für Nina und die Kinder tolle Neuigkeiten. Herbert verdient immerhin 1.350 Euro netto. Macht auf jeden Fall locker, weil der ganze Stress dann weg ist. So, wie kommt man jetzt im Monat über die Runden alles rum und dran? Und mit Arbeit, erstens, man ist abgelenkt, man sitzt nicht nur zu Hause dumm und faul rum. Da waren jetzt 3 Monate. Die 3 Monate waren die Hölle. Ein Monat war ich mit einverstanden, wie mein ehemaliger Chef ja sagte. Ein Monat, bis die nächste Baustelle kommt. Und dann wirst du wieder vertröstet, weil keine Baustelle da ist. Und nach 3 Monaten hat man irgendwann die Schnauze voll. Ne? Erleichterung für den gelernten Schlosser. Endlich wieder ein geregelter Tagesablauf. Endlich nicht mehr nutzlos fühlen. Frank hat immer noch keine Arbeit. Das Jobcenter hat dem Langzeitarbeitslosen schon lange keine Angebote mehr gemacht. Bewerbungen schreibt er aber auch nicht. Also Fernsehen läuft nur, damit ich ein Hintergrundgeräusch habe. Und mein Lieblingshobby ist Lesen. Das sieht man auch. Ich habe ganz viele Heftchen und ich hatte früher eine ganz tolle Bibliothek. Aber die ist leider verschwunden durch die Obdachlosigkeit. Aber ich habe ein bisschen mehr wie 1, 2 Heftchen da. So. Also mein Lieblingshobby ist Lesen. Oder hier, gerade wenn so Meerschweinchen sind. Und ich finde die Viecher total cool, weil die sind so hart im Nehmen und das kann man sich als Mensch gar nicht vorstellen. Seinem tristen Alltag entflieht Frank durch Lesen. Guck mal hier, die Weltraumvermessung, wie wir unser Universum uns vorstellen. Da sind dann auch ganz, aber die kann ich dann immer nur machen, wenn ich hochkonzentriert bin, weil das ganz schwer zu verstehen ist. Und wenn ich 100 habe, dann werden die in einem durch nochmal gelesen, um den Zusammenhang zu verstehen. Weil es ist halt ein Periversum. Komm mal mit. Ja, weißt du, jeder hat seine Hobbys. Frank hat wenig Geld, doch seine Perry Rhodan Hefte sammelt er mit Leidenschaft. Ja, man muss nicht alles ernst nehmen, sonst ist so etwas unlogisch. Frank kämpft gegen das Abstumpfen an. Er hat die Drogen überwunden, die Alkoholsucht noch nicht. Und in seinen klaren Momenten liest er. So, und hier habe ich auch noch ein paar Heftchen. Oh Mann, das ist mein Porno. Den tun wir mal weg. Ich gehe jede Woche bei Lotto Körner und am Ende vom Monat, wenn ich mal kein Geld habe, dann sind die sogar so nett, die deponieren die für mich. Also bis zum 1. Weil wenn kein Geld da ist, kann ich nichts machen. Und die sind bei Lotto Körner so nett, die halten das für mich immer ein paar Wochen weg. Während Frank Perry Rhodan Geschichten liest, macht der Kiosk Feierabend. Jeden Abend um 20 Uhr ist Schluss am Siedlertreff. So fucking funny right now, you know this shit? Welcome on WWBFBS Radio. We get it funk.
Detroit Players. Tim's for my hooligans. Alles klar. Wenn jetzt übelst voll hier wäre, könnte ich ja locker reines Gewissens länger offen lassen, weil ich dann ja auch erstens dadurch einen Umsatz habe und zweitens die Leute sind glücklich. Wenn ich jetzt bis 10 Uhr da stehen hätte, ne, dann muss ich bis 10 Uhr hier jetzt 2 Stunden abkacken. Deswegen lieber was früher zu und wenn es voll ist, lasse ich auf, mein Gott. Jules gehört zu den Menschen in der Siedlung, denen es finanziell gut geht. Eigentlich geht das leicht, aber ich habe wie gesagt Rücken. Der erste Rücken meines Lebens, weil ich kannte sowas vorher noch nicht. Gerne mache ich das auch mit einem leichten Tai Chi Move. Das war natürlich nur ein Scherz. Aber wir haben schon viel zu spät. Ja, 6 Minuten Überstunden für niemanden. Das habe ich nicht gerne. Oh. Das Wetter am nächsten Morgen lockt die Kunden nicht gerade in Scharen an. Da macht man sich auch schon mal Gedanken über essentielle Dinge, wie zum Beispiel. Boah, nicht viel, ne? Wetter ist schlecht. Kann man PlayStation zocken, wenn man eine hier hätte. Hallo. Hallo. Bitteschön. 2 Kaffee. Ja. Zum Mitnehmen? Das wär's. Ja. Grundsätzlich braucht man ein Auto. Allerdings habe ich selber noch keinen Führerschein und kam immer klar. Auch als Trinkhallenbesitzer, muss ich sagen. Aber man sollte schon ein Auto haben, auf jeden Fall, ja.